Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen, Arbeiterinnen und Arbeiter, liebe Mitmenschen. Insbesondere in Deutschland bildete sich mit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts erste Gewerkschaften, die Interessenvertretung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Es ist bedeutsam, dass auch in einer kleinen Stadt wie Pößneck am Rad der Geschichte mitgedreht werden kann. Man braucht Mensch, braucht nur Mut. Der 1. Mai ist der internationale Feiertag aller Werktätigen. Es ist kein Tag der Sonntagsreden, sondern ein Kampftag. Heute geht es nicht nur um Nazis oder gewerkschaftliche Arbeit, heute geht es ums Ganze. Um die Auseinandersetzung mit den Lebensverhältnissen in Deutschland, Europa und der Welt. Deshalb können wir es an einem solchen Tag nicht bei politischen Frühschoppen belassen. Das zählt nun wahrlich nicht als Wiederbelebung des politischen 1. Mai. Meine Damen und Herren, Antikapitalismus braucht das Land. So sehen wir das. Als es vor 123 Jahren in Chicago zum Streik aufgrund der Durchsetzung des 8-Stunden-Tages kam und ein Arbeiter von der Polizei erschossen wurde, begann der lange und holprige Weg hin zu besseren Arbeits- und Lebensverhältnissen. Der an den verschiedensten Orten der Welt auflodernde Widerstand gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltzerstörung und Völkermord steht in diesem Zusammenhang. Es ist heute mehr denn je ein internationaler Kampf. Wo stünden wir ohne die Revolution von 1919, ohne die kommunistischen und sozialdemokratischen Streikkomitees, ohne die umkämpften und bei uns verfassungsmäßig verbrieften Rechte auf Würde, Arbeit und Lohn? Wir wären wieder mitten in der Sklaverei. Als die Fesseln des Feudalismus uns nicht mehr hielten, spannten die Dynastien das Netz der Nation, den Beamtenstaat, um uns zu kontrollieren. So sehen wir das. Der Mythos von Freiheit und Gleichheit wurde uns in die Wiege gelegt, doch jede Selbstbestimmung zunächst genommen. Alte Eliten und das aufstrebende Bürgertum verbandelten sich zu Kolonisateuren und begannen die Welt aufzuteilen. Der Kapitalismus war geboren. Doch Marx und Engels, Mitglieder des Bundes der Gerechten, haben ihn glasklar entlarvt. Die selbstzerstörerische Kraft dieser Wirtschaftsform erleben wir heute tagtäglich. Ich muss nicht die vielen Beispiele der Umverteilungsprozesse, die von den Regierungen der BRD in den letzten Jahren eingeleitet wurden, aufzählen. Wir alle wissen, dass wir, naja, sagen wir, abgezockt werden und dass ehrliche Kapitalisten auch nur Profit wollen. Der Faschismus als äußerste Form der Verwertung von Arbeitskraft und totalitärer Kontrolle war und ist im Grunde eine gesteigerte Form dieses Kapitalismus. Gerade in der westlichen Welt sind heute viele Demokratien eigentlich nur ein Spielball der Herrschenden. Seit mehreren Wochen demonstrieren und streiken die Arbeiterinnen in Griechenland gegen die geplanten massiven Kürzungen bei Löhnen, Renten und Bildung, gegen Stellenabbau im öffentlichen Dienst und Erhöhung von Massensteuern. Deutsche Politiker und Unternehmer und Medien behaupten, die Griechen hätten über ihre Verhältnisse gelebt und müssten nun dafür den Preis selbst zahlen. Zudem wird das Klischee bedient, dass in Griechenland und generell in Südeuropa Misswirtschaft und Korruption vorherrschen. Das gibt es auch bei uns. Und die Bild-Zeitung titelte kürzlich erst wieder: Wir zahlen den Luxus von Griechen, der Griechen. Und das mit dieser Propaganda soll im Endeffekt davon abgelenkt werden, dass die Masse der griechischen Bevölkerung, wie in Deutschland und überall, nicht die Rezession verursacht hat, sondern im Gegenteil mit ihren Steuergeldern die Banker und Spekulanten gerettet wurden. Dieselben Banken saugen jetzt ihre Retter finanziell wieder aus. Gleichzeitig wollen die herrschenden Eliten und ihre Meinungsmacher in den Massenmedien nach dem Motto Teile und herrsche die arbeitenden und erwerbslosen Bevölkerungen der verschiedenen europäischen Länder gegeneinander ausspielen. Wir wünschen uns ein solidarisches Zusammenleben und Wirtschaften. Auf dieser Welt ist genug für alle da, wenn es gerecht verteilt ist. Nur weil wir noch ein relativ hohes Wohlstandsniveau in Deutschland haben, zu den reichsten Ländern der Erde gehören, heißt es nicht, dass uns die prekären Verhältnisse in anderen Regionen nichts angehen. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen eine Revolution, eine menschliche Revolution, die einer evolutionären Weiterentwicklung gleichkommt. Wir sind nämlich angekommen mit dieser Menschheit am Abgrund. Seit Jahrhunderten suchen wir nach den Grenzen auf dieser Welt. Erobern, kultivieren, verbrauchen, experimentieren. Unsere Gesellschaften sind überlastet und stehen vor einem riesigen Schrotthaufen. Wir haben das Wesentliche aus den Augen verloren. Doch all das Gute und Schlechte dieser Geschichte wird an dieser Schwelle der Zeit offenkundig. Und wir müssen uns entscheiden, welchen Weg wir weitergehen wollen. Die Harmonie ist gefährdet, meine Damen und Herren. Es herrscht Krieg in Afghanistan, überall auf der Welt, und wir machen mit. Doch das, was die Vordenker der linken Bewegung voraussagten, trifft zu. Die kapitalistische Ordnung braucht äußere und innere Feinde. Das klingt hart, aber die Parallelen sind zu offensichtlich. Da ist der Krieg gegen den Terror, der praktisch auf alles projizierbar ist,
was der herrschenden Meinung entgegensteht. Und eigentlich wollte ich jetzt hier noch einen Artikel vorlesen zum Thema Linksextremismus von der Innenpolitikerin Ulla Jelpke, aber ich denke, es würde zu weit führen. Doch wir haben erlebt im letzten Jahr, seit dem letzten Jahr, dass eine Kampagne ins Leben gerufen worden ist gegen radikale Linke, weil einfach das Bedürfnis nach Protest da ist, weil wir uns vernetzen, weil wir uns einfach gegen das System stellen wollen, dass nicht alle sozusagen mit der Menschenwürde sozusagen versorgen kann. Meine Damen und Herren, Red Solution ist eine politische Jugendgruppe, die sich einmischt. Heute fahren wir nach Erfurt, um uns den Nazis entgegenzustellen. Anti-Kapitalista! Marx hat recht! Im Kapital sind die Menschen scheißegal! Anti-Kapitalista! Meine Damen und Herren, Antikapitalismus braucht das Land.